Noch ein Butler. Aleph ist keiner von diesen ganzen Leuten. Aleph hockt da hinten. Er ist es wirklich. Hey, hey, die Wachen erwischen mich hier nie. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Viel Glück noch. Ich gebe dir noch nichts. Weißt ja, wo. Ich speichere lieber erstmal. Und wenn du nicht irgendwas weißt, was für mich interessant ist. Für Gomez, endlich sagst du mal was. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Können wir den. Ach, verdammt, ey. Jetzt hockt der hier rum. 50 Erz sind mehr als genug für dich. Überaus großzügig. Hier ist der Schlüssel. Und nimm auch diesen Ring. Mir hat er immer Glück gebracht. Das ist ja nett. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Das ist praktisch. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Mhm. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Hier gibt's auch einiges. Kannst du bitte gehen? Das ist die Frage, geht der jetzt? Weil wenn er geht, dann können wir den niederstrecken und uns unser Erz wiederholen. Ich meine, 70 Erz ist halt schon ordentlich. Mit dem Schlüssel, das ist schon mal praktisch. Ja, da du scheinbar nicht gehst. Er kann da nicht hoch. Peinlich. Ach, warte. Das sind 2. Oh Gott, ey. Scheiße, wie soll ich mir mein Erz wiederholen? Bin da chancenlos? Kann ich dich verpetzen? Für Gomez. Ja, für Gomez. Oh, es geht wirklich. Deswegen geht er da nicht weg. Schauen wir mal. Für Gomez. Für Gomez. Wenn du nicht da bist, sitzt Aleph die ganze Zeit rum, ohne zu arbeiten. Ist das so? Weißt du, was ich noch viel weniger leiden kann als Faulpelze? Das sind Verräter. Also geh mir aus den Augen. Mit dem für los. Gomez. Für Gomez. Das ist interessant. Du hast mich bei Brandig angeschwärzt? Hoho. Das ist nicht so nett. Ja. Unnötig. Muss man ja dann nicht weiter rumverzählen, ne? Loser, ey. Für Gomez. Du hast nichts zu erzählen. Also er hat schon was zu erzählen, aber das bringt uns alles nichts. Ich muss mittlerweile sagen, von denen kriegt man so viel, wenn man das alles hören will, das ist ja schön, aber das bringt alles teilweise so wenig. So. Ich frag mich echt, wenn ich jetzt hier Erz schürfe, was kommt dabei raus? Kommt da überhaupt was bei raus? Wahrscheinlich muss man eine Butlerhose anhaben oder so. Ich würde mich ja totlachen, ja? So nach dem Motto, was? Du hast keine Butlerhose an, sondern nur irgendwas anderes. Du bist ja doof. Du darfst hier nichts abbauen. Alter, ernsthaft? Egal.
So, haben wir jetzt schon was rausgekriegt? Ich glaube nicht, ne? Doof. Mann, ey, dieser scheiß Buendig, der campt aber auch bei dem in der Nähe, ja? So, wie kommen wir hier jetzt wieder runter? Da kommen wir hier wieder runter, okay. So, nachdem wir jetzt das geschafft haben, können wir mal gucken, ob wir den Loser weglocken können. Dann plündern wir die Kisten und anschließend holen wir uns unsere verdiente Belohnung ab, ja? Ist nur die Frage, ob wir denn jetzt überhaupt noch die Kisten plündern können. Ich will sie plündern. Warum ich jetzt schon hier speichere, ist ganz einfach, wenn der uns unten sieht und uns anspricht, noch bevor wir irgendwie irgendwas machen können. Ja, er sieht uns nicht, dann können wir auch überspeichern. Für Gomez. Für Gomez. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was, ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich... Ja, ja, klar. What the fuck, das geht ernsthaft? Ey, wir machen uns das hier echt gerade richtig schön kaputt. Oh, das muss sich ja auch lohnen, gell? Oh, es hat sich gelohnt. Sehr schön. Alter, wir sind so assig und wenn der zurückkommt, der haut uns, glaube ich, tot. Hä, wo ist er hin? Ist er noch da? Wo ist der hin? Zehn sind wir mittlerweile. Hei, hei, hei. Hey, du. Es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Für Gomez. Sorry. Für Gomez. Was sagt der Tagebucheintrag? Alter, wie gemein sind wir eigentlich? Aber scheißegal, bringt Erfahrung. Lohnt sich. Wie viel Erfahrung bringt so ein Minecrawler? 130 ist auch was man mitnehmen kann. Aber eigentlich sind die zu stark. Also mir sind die zu stark für die Erfahrung, die sie bringen. Schwierig, schwierig. Wo geht's hier runter? Ach, direkt hier, ne? Also hier waren die ersten beiden Templer und hier machen wir weiter. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Möge der Schläfer dich schützen. Was liegt an? Wir sind hier, um die Crawler zu jagen. Dass wir damit gleichzeitig die Butler beschützen, kann allen Beteiligten ja nur recht sein. Was wir aber wirklich wollen, ist das Sekret der Crawler. Aus dem Sekret der Minecrawler-Zangen braut unser Guru Kor Kalom magische Tränke. Sehr schön, vielen Dank. Die hier drin hatten wir schon erledigt. Gell? Jawohl. Was mich nochmal interessieren würde, wie sieht es mit denen hier aus? Ist da noch mehr dran? Weil hier ist ja verlassen mittlerweile. Na komm ey, da habe ich keinen Bock drauf. Das dauert ja ewig. Das können wir mal machen, während man was trinken will. Aber das ist ja... Nee. So, jetzt geht's noch tiefer runter. Für Gomez. Für Gomez. Was weißt du über Minecrawler? Wir haben den großen Schacht ganz unten zugemacht. Da gibt's zu viele Minecrawler. Hier gibt's überall Minecrawler. Kannst du sie hören? Ich kann sie hören. Oh, ein Psycho. Cool. Weiter geht's. Schacht ganz unten haben sie zugemacht, aber hier geht's noch weiter runter, das weiß ich. Ah, wie sieht das mit dir aus? Du bist...
Wer bist du? Für Gomez. Für Gomez. Weißt du was über die Crawler? Die ganze Brut sollte man ausrotten. Ja, da hast du recht. Tschüssi. Noch so ein Gardist. Noch ein Gardist. Butler. Ja, die sagen nichts Wichtiges. Das sind ja immer die Standardtexte. Die haben wir jetzt vielleicht zwar noch gar nicht gehört, aber da ist ja auch nichts Interessantes dabei. Butler, wer von euch ist besonders? Du bist ein Templer? Du bist einer. Ja, Gorner Kosch, hä? Sauber. Hallo? Kann ich auch mit dir reden? Jetzt. Was machst du hier? Ich jage mein Crawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Ja, das ist ein guter Tipp, danke. Du bist der andere. Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht. Aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Der Schläfer erwache. Das sowieso, perfekt. So, wie sieht's mit euch? Ich habe gerade mein Handy gehört, okay. Für Gomez. Für Gomez, was machst du da? Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez oh, nein. und Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich herumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Ich bin gleich wieder da. Ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr heruntergekommen. An dieser Stelle begann ein 10-minütiges Telefongespräch von Strohi und seiner Mutti. Dieses Gespräch wurde natürlich aus der Aufnahme entfernt und durch meine wunderschöne Stimme ersetzt. Insgesamt hat uns währenddessen dieser Typ die ganze Zeit angestarrt und sonst ist nichts passiert. Weil ich nicht genau genug geschnitten habe, müsst ihr mich jetzt noch kurz anhören, aber jetzt kann ich auch schon wieder gehen. Tschüss! Oh Leute, jetzt bin ich nicht mal mehr dazu gekommen, noch die Aufnahme zu beenden, weil der Idiot noch gelabert hat. Also, die Mutti hat angerufen. Ganz wichtige Sachen hat die gesagt und wir gehen jetzt mal auf Ende, weil bevor ich den frage, gehen wir erstmal speichern und fangen wieder von vorne an. Hey du! Für Gomez. Kannst du mir Erz geben? Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Oh, ein Händler. 750 hat er. Ich hab den Schlüssel immer noch, ernsthaft? Was hat der für einen Wert? Gar keinen, schade. Habe ich noch Schwerter? Nee, ne? Was haben wir hier? Amulett der Flammen. Schutz vor Feuers. Ach so. Ein Flammenschutzring und ein Ring der Kraft. Ein Stärkebonus von 5. Oh, den müssen wir anziehen. Den müssen wir anziehen. Oh, oh, oh. Den müssen wir unbedingt anziehen. Ring der Kraft haben wir einen Stärkebonus von 5. Geschicklichkeitsbonus. Ernsthaft? Hier. Da, den ziehst du. Achso, die Kammer. Man kann 2 Ringe anziehen. Ja, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. So. Ein Gardist haben wir da. So, welcher von beiden ist jetzt besser? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal in den da rein. Und killen, was wir killen können. Bin mal gespannt. Wow! Das ist gut. Fuck, ey. Wow, warum sind wir so stark? Ja, mal mega geil. Wir haben das ja übelst drauf. Cool.
Okay, das war tatsächlich das Beste, was wir so machen können. Dieser erste Schlag, den wir da ausführen, der fügt mehr Schaden zu und dadurch haben wir die mit dem zweiten Schlag schon tot. Okay, wir haben Chancen gegen die Viecher. Noch ein Ring, okay. Ja, damit das, was soll mir das bringen? Da hier geht's weiter, aber was ist da oben? Haben wir eigentlich Ringe? Sind das dann mehr? Doch, das ist noch einer. Ring der Gewandtheit. Ja, toll, die bringen uns gar nichts. Ich brauche Stärkeringe. Spiel speichern. Unter der 2 wieder. Schlechte Idee. Okay. Wir sind hier also umsonst. Das bringt hier gar nichts. Aber immerhin, die Viecher, wir kriegen sie tot. Das ist sehr, sehr gut. Das Beste, was ich heute gesehen habe. Unsere Stärke ist so mächtig, dass wir ordentlich draufhauen können. Hier geht's dann nicht mehr weiter, ne? Die haben wir geplündert. Liegt da hinten vielleicht noch irgendwas? Nee, gar nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Zwei Pfeile können wir auch mal mitnehmen. Ein Knochenbogen. Euer Ernst? Was bringt der Knochenbogen? Zu 40, das ist egal. Da können wir den Langbogen behalten. Nicht, dass ich jemals auf Bogenschießen gehen muss oder werde, weil es einfach keinen Sinn macht. Achso, es geht hier. Wow, toll, hier gibt's Pilze. Okay. Noch ein Pilz. Wo sind weitere Gänge? Da hinten wird's dunkel. Was wetten wir, dass da hinten das ist, was wir brauchen? Gomez. Ja, für Gomez. Ist unwichtig. Das hier waren, glaube ich, die mich letztes Mal ziemlich fertig gemacht haben. Wieso ist da nur einer? Vor allem, wo sind die anderen? Hier sind keine anderen. Ey, wieso kann ich den nicht erwischen? Fick dich, ey.